Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ihr seht schon, bei uns wird gebuddelt wie sonst noch was. Unsere Maschinerie ist angeheizt und sie läuft wild. Vier Bagger sind dafür zuständig, um hier oben die Nahrungsproduktion zu verbessern, dass wir die Wohnungsgebiete auf ein drastisches Level erhöhen können. Genauso müssen wir natürlich gucken, dass wir hier die Wohnungsgebiete, wo sie bauen können, auch noch dementsprechend dann anpassen. Aktuell schaut nicht alles sehr, sehr gut aus. Kupfer ist sogar überlastet, weil es keine Kohle mehr gibt. Das ist natürlich eine Ansage, die ist eher ungut. Dann würde ich mal ihm hier noch einen LKW zuweisen. Wenn die gerade so wenig unterwegs sind, dass auf jeden Fall genug Kohle mehr wieder rauskommt. Wäre das schon mal schlau. Ich schaue es mit Kupfeisen aus, dann wird nicht hier einfach mal ein Bagger abgezogen. Und wir schicken den hier hin. Dann kann hier mal wenigstens was gemacht werden schon mal. Die Bagger sind nämlich aktuell nur dafür da, um den Berg zurückzugraben. Damit wir unsere Verkabelungen und alles dementsprechend so fortsetzen können, dass hier eine gerade schöne Linie rüber ist und wirklich hier dann alles sauber rüber geht in das Gebiet, was wir dann übernehmen können. Und vielleicht als Ölproduktion oder Anlieferungsstation für alles Mögliche verwenden können. Gleichzeitig probieren wir hier eine kleine Rampe zu bauen. Man sieht schon den Anfang, die LKWs liefern immer wieder ihren Schutt her. Der fällt natürlich immer wieder zurück in die See. Aber ich bin gespannt, wie gut das in Zukunft funktionieren wird. Wie viel wir wieder in die Meere schippen oder wie viel sich zurückentwickelt. Und ob wir vielleicht hier sogar ein kleines LNG-Terminal irgendwann bauen können. Finde ich relativ cool, wenn wir hier so einen Hafen hätten auf einmal. Wie gesagt, ich würde hier gerne ein großes Wohngebiet bauen, wo wir unsere ganzen Arbeiter haben und alles drum und dran. Aber dafür fehlt natürlich teilweise einfach die Ressource. Aktuell auf jeden Fall. Aber das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Forschungsmäßig ist es ja gleich gerade aktuell so, dass wir Schiffe suchen sind. Schauen wir mal in die Richtung, ob wir hier was finden. Gut wäre es. Das können wir alles mal stoppen. Und hier sind auch relativ viel Bagger mittlerweile unterwegs, die sich nur darum kümmern, das Ganze in Bewegung zu kriegen. Aber man sieht schon, wir schippen hier langsam alles ran. Und dadurch haben wir natürlich auch einen Vorteil, was es angeht mit Meeresaufschippung. Man sieht, was für Massen halt da rankommen, ne? Wir reden hier nicht von wenig Material, was einfach was wir runterschippen. Das ist ordentlich. Und natürlich, die Bagger werden hier nicht nachlassen, langsam die Klippe nach hinten zu arbeiten. Klar, es wird dauern, es wird hier auch viel massiv gegraben werden. Aber wir können halt dementsprechend dann auch bald mal unsere Wiese hier erweitern. Und das wäre schon mal vorteilhaft. Gut. Was hat er gefunden? Ein Frachtschiff, das ist perfekt. Reparatur beginnen. Wartet auf Mittag. Zurück nach Hause. Was braucht es? 240 Eisen. Wie viel haben wir auf Lager? 500. Das ist doch glamour repariertes Ding. Wir bauen außerdem auch mal einen Platz, wo wir wirklich die Produktion hier machen können. Vielleicht wäre das auch hier ein Platz, der geeignet ist. Oder halt hier oben irgendwo dann sozusagen das begradigen. Natürlich auch hier ging ja überall. Aber braucht halt eine Stelle, wo man wirklich Schönes machen kann. Hier hinten sind schöne Flächen, wenn man sich das anschaut. Hier auch. Wo die ist ja eh hier verbunden. Das wäre dann die Ecke, die wir abgraben anfangen. Das Schade ist, dass du Holz nicht einfach ins Meer schippen kannst, sondern Holz musst du halt verbrauchen oder in Kohle umwandeln. Das wäre doch noch eine Idee. Wenn wir teilweise eh noch Kohleprobleme haben, warum nicht Holzkohle verwenden, die für uns eh relativ günstig ist. Rein theoretisch könnten wir Köhlerei machen, eine große. Einfach hier eine große Köhlerei aufstellen. Keine Ahnung, ich finde gerade die Idee irgendwie cool.
Wir machen jetzt einfach mal eine kleine Quälerei, damit wir unser aktuelles Problem beseitigen können. Mit was transportiert man denn Holz? Wollt ihr mal kurz da rausgehen? Das wäre sehr nett von euch. So. Und dann muss auf der anderen Seite natürlich die Kohle wieder rausgefahren werden. So. Und so. Zurücksetzen. Also haben sie gerade das Ganze. Jetzt ist die ganze das ganze Holz weg. Hups. Ja. So schnell geht's. Keinen zugewiesenen LKW, doch, aber die sind irgendwo unterwegs, aha. Also, irgendwie scheinen wir nicht genug Öl zu produzieren, kann das sein? Die Rohrleitungen sind voll, vielleicht müssen wir die upgraden. Und dass die Leitung einfach gerade zu heftig ist bei der Auslastung. Was denn gerade hier der Fresser? Okay, es könnte natürlich unser Schiff sein wiederum. Achso, Schatten. Vielleicht sollte ich erstmal die Lieferung anfangen. Oh, ich bin dumm. So. Die Holz, die Kohle ist jetzt bumm voll. Holz ist aktuell keins auf Lager. Aber wir sehen schon, unsere Baggerarbeiten gehen gut voran. Die Wand nimmt langsam Gestalt ab. Oder wird immer dünner, könnte man auch sagen. Sie ist mittlerweile auf Diät. Unsere Rampe geht auch immer besser nach unten. Das ist natürlich perfekt, weil, wie gesagt, wir hatten ja die bestimmten Probleme, dass wir jetzt zum Beispiel hinten nicht mehr langkommen. Und bestimmte Sachen einfach. Die Sachen würde ich gerne beseitigen. Und dafür ist natürlich ein Baggerteam hier vor Ort relativ hilfsam. Auch wenn sie natürlich jetzt eine Aufgabe haben, die überbrutal ist. Und ich natürlich auch teilweise noch Sachen hinzufüge, die nicht unbedingt es besser machen. Aber dafür bin ich ja wiederum da. So. Ist die Frage, wird es langsam voller oder weniger? Schaut aus wie weniger, ne? Können die denn alle gleichzeitig feuern? Scheint so, ne? Ich würde jetzt nicht mal das Gebiet von hier nach hier. Einfach direkt so nebenan kopieren. Aber wir brauchen jetzt mal das Schiff wieder, ne? Schiff, komm mal nach Hause. Wir haben vergessen, dich zu beladen. Vielleicht ein bisschen dumm, aber... Hups. Schauen wir mal, was dann passiert, wenn wir jetzt mal das Ding hier wieder in den vollen Einsatz schicken. Einfache Entsalzung abgeschlossen. Das ist auch gut, damit können wir Wasser aus dem Meer produzieren. So, jetzt aber.
Wie schaut es mit den Röhren aus? Na, nicht voll ausgelastet, aber na, geht. Kriegen wir die Dinger bumm voll jetzt oder wie schaut's aus? Sobald wir anfangen Rückhalt zu kriegen, wäre es natürlich genial. Ich glaube, dass wir das jetzt gerade so am Waagepunkt haben. Aber jetzt füllt sich das Ding auch bumm voll. Jetzt gehen wir wieder auf Ladung. Jetzt haben wir es langsam wieder. So, irgendwie das Gefühl, als ob unser Kupfer keine Kohle kriegt. Schau an. Keiner kümmert sich, dass hinten keine Kohle drin ist. Mindestens 18 sollte hinten drin sein. Für was haben wir die ganze Kohle jetzt? Na kommt, Leute. Jetzt haben wir zwar kein Holz mehr mittlerweile. Ah, die ganze Holzproduktion ist ein bisschen problematisch. Ach, guck mal, wie gut das nach unten geht. Wahnsinn. Schau dir das an. Okay, ist jetzt unser Freund? Ist wieder da, ne? Ja, schauen. Wir schicken alles. Fracht. Reparieren kurz. Warten auf Materiallieferung. Das sollte ja hoffentlich schnell gehen. Ne? Kümmert sich jemand drum, schnell die Metallteile zu liefern, bitte? Schaut so aus. Gut, dann ab zum Ausliefern. Gut. Schiff wurde vollständig repariert. Ah, schau dir an, wie sie jetzt langsam den Berg hier hinten wegschippen. Die werden jetzt auch nochmal hier ein bisschen was wegarbeiten anfangen dann. Aber rein theoretisch, die gerade Fläche ist schon so weit, dass du hier durchkommst wieder. Das ist natürlich perfekt. So. Dann gehst du zurück nach Hause, der soll sich schnell reparieren. Dann können wir uns die Ölbohrinsel vornehmen. Um da Öl herzubekommen. Ihr habt nichts mehr zum Graben. Ich wette mit euch, ich habe noch für euch was. Und zwar die ganze Fläche hier. Grabt's aus. Holt die Kohle hier raus. So, jetzt arbeiten sie sich hier alle wieder durch. Bin in der Hauptfront sozusagen. Ah, schaut gut aus. Das tiefer gelegte Terminal. Es wird schon. Wie sie vor allem mal daherkommen, alle reinkippen und dann erstmal gucken, was passiert. Ah, geil. Das Einpack ist gleich wieder tanken gegangen, kann das sein? Ja, einer, es war wieder tanken. Der tut jetzt, der tut den Abfall abgraben. Scheiße, warte mal. Lass den Bereich in Ruhe, kümmere dich eher um den Bereich hier drüben. Wir haben da einen Abfall zurückgetransportiert. An derselben Stelle abgegraben, wo wir es her hatten. Oh, das ist schlau. So, wie schaut es mit unserer Kupferproduktion jetzt aus? Jetzt schaut es wieder gut aus. Gut, dann können wir ihm jetzt hier sagen, bitte Bilanzschiff für Ölbohrinsel. Da fehlt jetzt natürlich dementsprechend noch die Fracht, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Dass genug Fracht da ist. Schiffskanone, Bug, Schiffsrüstung. Ja, kann man nichts verändern, schade. So, die buddeln sich jetzt hier weiter in die Kohle rein. Weil für mich ist die Besorgnis... besorgniserregende Sache aktuell, dass ich schon den Fall hatte, dass mir das Öl ausgegangen ist. Ah, Übersicht Bodenvorkommen. Hier sehen wir es eh. Wir haben noch 55% aktuell.
Aber tun natürlich in der dementsprechenden Menge auch aktuell produzieren oder es benötigen, ne? Also aktuell scheint das Lager sich langsam vollzufüllen. Es kriegt aber auch, wie scheint, nicht alles durch, was es benötigen würde zum Durchkommen. Schau, eigentlich müssten sie das jetzt updaten und sollte dann noch mehr powerful das Zeug durchkommen auf einen Schlag. Und dementsprechend sich die Tanks natürlich auch viel schneller befüllen. Aber man sieht schon, wir haben von hier jetzt bis nach da vorne schon alles abgegraben. Unsere kleinen, das Küstengebiet wird sich auch langsam erhöhen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir am besten an die nächste, an den nächsten Baum ran? Also die brauchen so oder so noch. Wir haben bloß kein Holz mehr. Das Holz ist komplett ausgegangen. Eine Naturkatastrophe in sich selber. Sozusagen. Aber dafür haben wir die Gewieftheit von uns. Wie hoch ist denn das hier oben? 1,2. Perfekt. Bedeutet, wir lassen jetzt hier aufschütten und dann kommen wir da hoch hin, können hier die Wälder roden. Dann müssen wir hier ein bisschen aufschütten, können das Gebiet roden. Was natürlich mega cool ist. Die werden natürlich am Anfang nicht mitmachen, weil die werden erstmal das schöne Gebiet hier vorne langsam zuschütten. Oh, jetzt wäre beinahe ins Meer gefallen. Eieieiei. Gut. Was ist jetzt alles drin? Ah, scheiße, jetzt haben wir hier die Stromgeneratoren. Hochdruckturbine. Eine Wasserpumpe und ein Heizkessel für Kohle. Das ist natürlich so die nächste Stufe für Energiegewinnung. Die wir vielleicht wirklich hier, dass wir hier unseren Lagertransport machen und hier Energie noch gewinnen, obwohl Energie braucht echt viel Platz. Also auf jeden Fall bei mir. So, hast du alles geladen? Ja, schaut gut aus. Dann hätten wir hier schon mal eine Ölbohrinsel in Aussicht gestellt. Also das ist der Generator am Ende, ne? Das ist das Gerät, was uns das Ganze bringt. Und dafür brauchen wir noch so eine Hochdruckturbine. Die bringt die Energie raus. Ich glaube, die kann man auch koppeln. Dann bringen die noch mehr Energie. Und die stellst du dann hin und die produzieren insgesamt 300 kW. Wir benötigen aktuell ja so um die 600, sagen wir mal. Zwei von den Dingern sollten uns reichen. Zwei solche Turbinen schaffen schon das Vierfache von dem, was wir aktuell, doch das Doppelte von dem, was wir benötigen aktuell. Krisenbewältigung. Was für eine Krise? Es gibt keine Krise aktuell. Aktuell wird gebuddelt wie Sau. Ich hoffe nur, dass sie langsam die Rampe fertig kriegen. Obwohl, scheiße, sie kommen gut voran. Er hat den Kalkstein dabei, schauen. Die Eisenmine. Energieerzeugung 2. Finde ich toll. Da gibt es dann aber auch, wenn wir gucken, hinter Energieerzeugung gab es dann irgendwo hier noch das hier. Das ist ein Schwungrad. Mit diesem Schwungrad kannst du halt richtig geile Sachen machen. Also richtig geile Sachen. Dafür brauche ich hier noch. Ich würde gerne das Frachtdepot hier freischalten. Fortschrittliche Diesel, Heizkessel, Kohle. Das ist natürlich alles noch eine ganz nette Sache. Muss alles noch erforscht werden. Aber damit ist es hier ein Schwungrad, genau. Und damit kannst du Energie speichern. Bedeutet, wenn du mal kurz keinen Dampf hast, tut dieses Schwungrad für dich sich einsetzen. Was mega, mega geil ist.
Es stehen die ganzen LKWs hier an ihm dran, weil alle anderen weg sind. Aber langsam scheinen sie es hinzukriegen. Hier steht alles, hier ist die Produktion echt bummvoll. Hier kümmert es keinen aktuell mehr. Finde ich gut. Die Kupferproduktion läuft aber auch noch ganz ordentlich. Nö, das ist doch gar nicht schlecht. Frachtschiff und Krisenbewältigung. So. Hier haben wir jetzt eine Ölbohrinsel, die uns jetzt 2000 auf Lager produziert. Das Vorkommen ist... Ja, 1 Million. Das ist doch gar nicht schlecht. Wie viel haben wir bei uns auf Lager? Nicht mal ansatzweise. Wir haben 60.000 hier drin. Also die Million wird uns reichen fürs Erste. Natürlich gucken wir trotzdem weiter, wo wir hin expandieren können. Je nachdem, wie viel wir haben wollen, können wir natürlich das Ding auch erhöhen von der Leistung her. Und dann dementsprechend arbeiten. Schau mal, er wird jetzt ein bisschen untersuchen gehen. Haben wir hier schon die 2? Ja, wir haben hier schon ewig lang die 2. Wahnsinn. Wir haben auch immer noch genug Wartung. Das ist mega gut. Ich habe echt gedacht, dass die Wartung bei uns ein Problem werden könnte. Wir tun mal fürs Erste den Bagger genauso wie die 2 Autos abwerben. Und hier oben den Bagger wieder anwerben und 2 LKWs. Wir benötigen mehr Teams. Die Front geht zwar gut voran, aber mehr ist immer besser. Und vor allem, wenn man mehr vor der Haustür hat, dann ist es ja noch besser. Wie weit sind die eigentlich schon mit den Kippen? Oh, die machen die Plattform schon. Ja, mega geil. Dann tun wir die doch dem anstiften. Hier noch die Plattform zu vergrößern. Das ist ja mal wohl die Ultra-Energie-Entwicklung. Ich will nicht sagen, dass sie es verkippen können. Alter, guck dir das an. 4 Bagger an einer Stelle. Sie arbeiten sich durch. Die Siedlung ist über... Was? Oha, oh, das ist nicht gut. Genau, jetzt haben wir hier die Wasserpumpen, die es hier gibt. Die saugen Wasser an. Und die machen jetzt aus normalem Wasser dann dampfhoher Druck. Und da gibt es auch wiederum hier eine Verbrennungsanlage, die kann jetzt zum Beispiel Abfall verbrennen. Für uns absolut unnötig, weil wir verwenden es eh weiter. Und wir brauchen auch noch für den hier rein, theoretisch, weil es ist Meerwasser, muss es erstmal umwandeln. Dafür muss es auch noch einen Ofen und alles geben. So. Da das unser Wohngebiet aber relativ eng ist, werden erst mal 2 Gebiete angesetzt hier. So. So, warte mal, jetzt gucken wir mal. Können wir nicht hier noch schnell irgendwie eine Wand reinziehen, die ein bisschen das zurückhält? So, wollen wir noch einen kleinen Schutz hin? Dann kann hier schon mal nichts mehr passieren. Hier tun wir auch alles weg. Weil hier ist ja gar nichts mehr geplant. Wir schützen jetzt hier nur noch davor, dass hier mehr passiert. Einfach so ein kleiner Schutzwall, der das Aufschütten ein bisschen abdämpft, sozusagen. Und bei uns vor allem wieder die eine Produktion ankurbelt, dass auch wieder Sand benötigt wird, dann können nicht die 2 LKWs die ganze Zeit hier hinten chillen und warten, endlich sich auffüllen. Ach, schaut euch das an.
Schau dir das an. Eine richtig schöne Plattform entsteht hier. Ja, Wahnsinn. Rein theoretisch könnte ich bestimmt hier auch mal eine Wasserpumpe hinstellen oder so Zeugs. Ja, einfach easy hier hinstellen, dann kann Wasser abgepumpt werden. Meine Frage ist jetzt aktuell, habe ich schon den... das notwendige Handwerkszeug? Ich glaube es nicht, fast nicht. Um das Wasser umzuwandeln. Nee, schaut aber eher schlicht aus aktuell. Aktuell haben wir 650 Plätze für Bewohner und 529, die bei uns leben. Mechanische Energiespeicherung ist jetzt fertig. Genau das, von dem ich geredet habe, das neue Gebäude hier unter Energie, das Schwungrad. Das ist natürlich auch mega cool. Wie gesagt, wir werden hier viel machen. Vor allem mit dem ganzen Energiezeugs werde ich versuchen, viel reinzutun. Bedeutet, wir würden hier unten vielleicht Wasser abpumpen oder Wasser pumpen. Hier unten dann hochschicken, die Gase hochschicken und dann von hier oben aus das an hier lang in Energie umwandeln oder sowas. Das könnte ein relativ großer und komplexer Prozess werden. Das ist halt noch aktuell das, was ein bisschen nervig ist. So. Jetzt habt ihr wahrscheinlich aktuell nichts mehr zum Aufschütten, ne? Jetzt müssen wir uns erstmal da vorne hinfahren zum Aufschütten. Als vorteilhaft, dann sollte nicht bald hoffentlich das auch fertig sein. Und wenn es lustig wird, kriegen wir hier gleich eine Warnung, dass das überlappt bzw. gefährdet ist, kaputt zu gehen. Genau, jetzt kommt es hier. Gebäude, Stützmauer lang könnte wegen unebenen Gebiet einstürzen. So, schauen wir jetzt. Sagen wir ihm hier, schreiben wir. Holz alles ab. Holz dich durch die Luzi hier. Jetzt hat er jetzt echt viel Spielraum sozusagen. Darf hier alles mal abholzen, was er findet. Ah, der erste ist schon unterwegs, der zweite auch schon. Ah, schau, der Weg ist aber auch gut geworden mittlerweile schon. Gut, dann tun wir nicht unseren anderen Teil hier unten wieder schön herrichten. Aber Leute, ich sehe gerade, dass es schon wieder soweit ist, dass die Folge rum ist. Ich glaub's ja kaum. Es ist wieder soweit, die Folge ist vorbei. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Da abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und in der nächsten Folge werden wir dieses kleine Schüttgebiet hier vergrößern noch. Dass wir wirklich ein schönes, gerades Gebiet haben. Unsere Bagger werden natürlich weiterhin hier die Ebene erzeugen, die wir benötigen, um zu arbeiten und um zu dementsprechend Sachen herzustellen. Unsere Bagger freuen sich wieder, weil sie können endlich wieder Holz hacken hier oben und Holz zu vernichten. Was natürlich unsere riesige Holzkühlerei jetzt aufräumt. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Für den Jahr lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.